Hallo, hier ist der Joost. Es hat mich heute was erreicht. Ein Päckchen. Und zwar ein Päckchen vom Knife Max. Ja, das ist ein Messerkanal, den solltet ihr euch mal angucken. Und zwar geht es um mein H6 Free. Top Messer, richtig geil, habe ich sehr gerne. Große Klinge, großer Griff, absolut perfekt. Ich habe meins, die Schrauben ja festgemacht, dass ich es nicht mehr wirklich mit einer Hand aufkriege. Also so ist definitiv besser. Problem ist nur, ich finde das so geil, dass ich das noch ein zweites Mal haben wollte. Ganz doof gesagt, ja, falls mal eins kaputt geht. Ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ich habe das nämlich nur, ich wollte noch eins haben, weil, damit ich hier nicht so viel Angst haben muss, dass es mal kaputt geht. Ja, sowas gibt's auch, das ist bei mir. Und der Knife Max hat ein Video gemacht, Foldersammlung 03 2017. Werde ich euch verlinken. Guckt da mal rein, da sind viele Messer von ihm. Zumindest alle seine Klapper. Und da hat er gesagt, ja, das ist am Überlegen abzugeben. Hab natürlich sofort die Chance genutzt. Zettelchen war dabei. Das ist umgeklappt, weil hier steht mein Name, hier steht sein Name. Ja, wir haben kurz geschrieben, sind uns relativ schnell einig geworden und ich freue mich wirklich, dass ich jetzt ein zweites habe. So, seins ist noch, ich hätte schon fast gesagt, auf Werkseinstellung. Zack, ist natürlich benutzt. Gucken wir mal. Scharf ist es definitiv. Zack. So. Beide sind definitiv scharf. So, jetzt fragt ihr euch mit zwei, warum zwei? Ja, ich werde mir die Messer jetzt angucken. Und das Messer, was am, ja, sagen wir mal, am schlechtesten aussieht. Ich muss sagen, seins sieht sogar noch sehr gut aus. Das werde ich jetzt tragen. Das ist seins. Also, das ist jetzt meins. Nur, das ist vom Knife Max. Sein Liner steht noch wesentlich besser wie meiner. Ich werde mal einmal. Zack. Seiner steht noch genau am Anfang. Und bei mir steht er schon ein bisschen drüber. Ja, perfekt. Ja. Dann brauche ich keine Angst mehr haben. Dann weiß ich, zur Not hätte ich noch eins. Eins kommt in der Vitrine und eins trage ich dann. Boah, meins geht richtig schwer. Seins geht noch richtig schön weich. Klingstand ist in Ordnung. Meiner ist ein bisschen zu weit. Also ein bisschen zu weit darüber. Aber habe ich auch mit Absicht gemacht, damit ich es als Zweihandmesser einfach mal so benutzen kann. Damit, dann kann mir keiner was, weil hier könnte jeder sagen, ey, was ist los hier? Ne? Nee, ich freue mich. Knife Max, geile Aktion, dass du das verkauft hast. Ja, muss man mal sagen. Ich freue mich wirklich, weil jetzt ist es natürlich für mich ein bisschen cooler. Jetzt kann ich das auch mal wieder öfter nehmen. Weil es ist wirklich ein geiles Messer. Man hat einen schönen großen Griff, schöne große Klinge. 14C28 Endstahl.
Der ist wirklich super. Stonewash ist super geil. Das verzeiht viel. Viele Kratzer verzeiht das. Nee, wirklich, wirklich geil. Ich freue mich. Ich habe zwei. Ich werde euch das Video von ihm verlinken. Guckt auf jeden Fall mal da rein. Der hat wirklich coole Messer. Ist ein cooler Typ. Ja, guckt einfach mal rein. Hier ist noch die Dingens. Ich weil die zu den Längen und so sage ich jetzt nichts. Da habe ich ein Video von gemacht. Vom HZ. Vielleicht verlinke ich euch das auch noch. Auf jeden Fall geiles Messer. Ich gucke mir die jetzt beide an. Ja, guck mal. Er hat den da unten. Ich habe den hier. Ja, ich finde zum Beispiel, können wir mal kurz ansprechen, also wo wir schon mal hier sind. Ich finde es sinniger, bei einem Zweihandmesser den Clip nach hier zu machen, weil steckt so in der Hose. Ich nehme es so raus, also ich nehme es so raus und habe die andere Hand sofort zack bereit. Bei dem hier steckt es so drin. Bei mir, ich weiß nicht, wenn er Linkshänder ist, ist das ja vielleicht eine andere Sache. Ich glaube, er ist sogar Linkshänder. Ich weiß es gar nicht. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall reden wir jetzt mal von mir. Zack. So, da müsste ich das erst drehen. Und dann könnte ich da dran. Darum habe ich mir das hier. Ja. So, hoch. Zack, auf. Alles klar. Bei dem hoch. Drehen. Alles klar. Ne? So. Ja, kurze Vorstellung, kurz gezeigt, wirklich richtig geil. Ich freue mich definitiv. Ich werde jetzt definitiv mein H6 Free wieder öfter mal dabei haben. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.